beziehungsweise nicht nur algorithmisch lösen, das haben wir ja schon gemacht, aber wenn wir jetzt uns das Thema etwas algorithmisch näher ansehen. Also nochmal den gleichen Graph, nochmal die gleichen Gewichte, das brauchen wir natürlich. Und angenommen, wir haben diesen Graphen mit einer Adjazenzmatrix abgebildet, was wir ja schon häufiger gemacht haben. Dadurch, dass der Graph ungerichtet ist, ist die Matrix natürlich symmetrisch über die Diagonale. Gut, wenn wir das jetzt algorithmisch angehen, gleiche Aufgabenstellung, was brauchen wir? Wir brauchen auf der einen Seite diese Adjazenzmatrix, also ein zweidimensionales Array, und wir müssen uns merken, natürlich, wie viele Knoten haben wir. Das brauchen wir relativ häufig immer wieder. Also wie viele Knoten sind da, wie groß ist die Matrix in einer Dimension. Also das ist die Anzahl der Vertices, Knoten, 6. Gut, wir brauchen noch etwas. Wir brauchen eine Liste dann, die initialisieren wir mit false. Also diese Liste beinhaltet sozusagen, welche Knoten haben wir uns bereits angesehen. Die ist natürlich genauso lange, wie wir Vertices, also Knoten haben. In unserem Fall 6. Und bisher haben wir noch keinen erledigt, also steht überall false drinnen. Wir brauchen auch noch eine entsprechende Liste mit den Distanzen. Die Distanzen, die wir bisher gefunden haben oder berechnet haben. Und die initialisieren wir idealerweise mit etwas, was nahe dem unendlich ist oder irgendeinem Maximalwert. Integer Max Value oder Double Max Value, irgend sowas, was halt unendlich entsprechen würde. Unendlich für, ich finde keinen Weg hierhin. Gut, dann fangen wir an beim ersten Index, beziehungsweise nicht beim ersten Index in diesem Fall, weil wir ja zwischen einem Start und einem Ziel einen entsprechenden minimalen Weg wissen wollen. Fangen wir beim ersten Index deswegen an, weil wir halt mit dem ersten Knoten anfangen, als Startknoten. Gut, der rote Pfeil markiert, welche Zeile müssen wir uns ansehen. Also wir sehen uns sozusagen in dieser Adjazenzmatrix die erste Zeile an und da jetzt alle Nachbarn, also überall, wo eine Distanz drin steht, die entweder ungleich 0 ist oder ungleich Max Value ist, je nachdem, wie man es halt machen will. Gut, wir sehen uns sozusagen den zweiten Knoten als erstes an. Bevor wir das noch machen, die Distanz zu uns selber in der Liste vielleicht aktualisiert, die ist natürlich 0. Beim Startknoten ist die natürlich 0. Also, der erste Nachbar hat eine Distanz von 7 und wir schreiben uns zu diesem Nachbarn, zum zweiten Knoten, an der zweiten Stelle, ja, mit dem Index 1, an der zweiten Stelle schreiben wir den Wert 7 rein. Die Distanz, die ich bisher zu mir hatte, die ist ja 0, plus die Distanz zu dem, den ich mir gerade ansehe, das ist 7. Wenn diese klein ist, also die Distanz, die im Moment gemerkt ist, was ja unendlich war, dann können wir das einfach reinschreiben. Okay, die steht drinnen. Nächster Nachbar, ja, einfach in der Adjazenzmatrix einen Blick nach rechts, das ist der nächste Knoten, ist die 3, und den sehen wir uns an. Und wir sagen, okay, die Distanz zu mir bisher war 0, zum nächsten Nachbarn ist sie 9, 0 plus 9 ist 9, das ist kleiner als unendlich, also schreiben wir in die Distanzliste den Wert 9 rein. Gleiches machen wir mit dem nächsten Knoten, mit dem Knoten 6, das heißt an der entsprechenden Stelle, schreiben wir den Wert 14 rein. Wir haben noch keine Verbindung zu den Knoten 4 und 5, demnach bleibt dort unendlich. Wir haben auch keine weiteren Nachbarn mehr, demnach können wir diesen Knoten, den Knoten 1, jetzt als erledigt markieren, das heißt in der DAN schreiben wir einfach True rein. Gut, der erste Schritt, die erste Iteration ist soweit erledigt. Wir haben 4 Werte in der Distanzmatrix oder in der Distanzliste, wir haben einen Knoten bereits erledigt. Was wir jetzt tun, was wir gerade gehört haben, wir müssen jetzt den Knoten suchen, der bisher die geringste Distanz hat und noch nicht erledigt war. Also, den ersten können wir streichen, die ist ja bereits erledigt. Wir suchen uns den Knoten raus mit der geringsten Distanz, das ist die 2, hier mit dem roten Pfeil markiert. Und wir sehen uns natürlich jetzt in der Adjazenzmatrix diese Zeile an. Aber nicht die ganze Zeile, denn die Elemente, die wir bereits erledigt haben, also den ersten Knoten, den lassen wir gleich aus. Ja, dann können wir einfach abfragen, wenn an dieser Stelle entsprechend in der DAN-Liste 0 steht, dann True drin steht, dann lassen wir den. Und wir gehen jetzt
weiter und sehen uns wieder alle Nachbarn an. Wir sehen uns als erstes den Nachbar an, das ist die 3, und wir sagen, okay, da gibt es eine Distanz von 10. Ich muss aber meine eigene dazuzählen. Also in der Distanzliste sehen wir, der rote Pfeil steht ja bei dem Knoten, den wir uns ansehen. Da drin, an dieser Stelle, steht auch der entsprechende Wert zum, wie weit ist es bisher. Und wir sehen in der Adjazenzmatrix an der entsprechenden Stelle, können wir die 10 dazuzählen. Also 7 plus 10, so kommen wir zu den Werten. Ergibt 17, was natürlich größer ist als der bisherige Wert in der Distanzmatrix für den dritten Knoten. Ja, also immer aufpassen, welche Indizes wo reinschauen. Aber wenn man das so Schritt für Schritt durchgeht, ist das relativ simpel. Also weil der Wert der Größe ist, jetzt machen wir Folgendes, wir ignorieren das einfach und machen nichts. Gut, wir sehen uns den nächsten Nachbarn an. Der Nachbar mit dem vierten Knoten, der Weg zu mir bis jetzt, also in der Distanzliste, wo der Pfeil drin steht, ist 7 plus den Wert der in der Adjazenzmatrix steht, in der entsprechenden Zeile und der entsprechenden Spalte. 15 ergibt 22. 22 ist kleiner als in der Distanzliste das bisherige unendlich, also schreiben wir die 22 dort rein. Soweit so gut, es gibt keine weiteren Nachbarn mehr, wir können diesen Knoten als erledigt markieren in der Dann-Liste. Was machen wir als nächstes? Richtig, wir suchen uns aus der Distanzliste den Index raus mit der geringsten Distanz, aber von den Knoten, die noch nicht erledigt sind. Also die ersten zwei können wir schon ignorieren. Das Minimum zwischen 9, 22 und 14 ist 9, also ist der dritte Knoten dran. Wir nehmen jetzt diese Zeile. So, wir sehen uns wieder. Die ersten beiden können wir ignorieren, denn die sind ja schon erledigt. Wir sehen uns den Knoten 4 an. Der Weg zu mir bisher, sehen wir wieder in der Distanzliste, das ist die 9, plus den Weg zu dem Knoten aus der Matrix, das ist die 11, ergibt 20. Bisher haben wir beim 4er Knoten in der Distanzliste allerdings 22 stehen, was größer ist, demnach weg mit dieser 22, wir geben die 20 rein. Super, nächster Knoten. Nächster Knoten ist der Knoten 6. Der Weg zu mir 9, der Weg zum Knoten 6 ist 2, 9 plus 2 ist 11, kleiner als 14, also weg mit dieser 14. Wir haben einen effizienteren Weg gefunden und hin mit einer 11. Es gibt keine Nachbarn mehr, die nicht schon erledigt sind, also auch dieser Knoten als erledigt markieren. Hin zum nächsten, ja, der kleinste Wert wieder von den nicht erledigten ist jetzt beim Knoten 6 mit der 11 und wir sehen uns wieder alle Nachbarn an, die noch nicht erledigt sind. Das ist eigentlich nur die 5. Und jetzt sagen wir wieder, okay, der Weg zu mir bisher sind 11. Rote Pfeile in der Distanzliste. Plus aus der Adjazenzmatrix der entsprechende Wert genommen zwischen den zwei Knoten. Das ist die 9. Und somit kommen wir auf 20. Also der Weg zur Nummer 5 ist 20. Es gibt nichts mehr, was noch schneller sein kann, also haben wir es geschafft. Wir haben den kürzesten Weg gefunden mit einer Länge von 20. Also so funktioniert der Dijkstra-Algorithmus. Das ist schon recht nett. Vor allem brauchen wir nicht alle Wege und alle Pfade durchsuchen und durchberechnen. Gerade bei größeren Netzen wäre das sonst sehr, sehr aufwendig. Nichtsdestotrotz ist dieser rechnet dieser unter Umständen doch noch relativ viel mehr Wege und Pfade, als vielleicht notwendig wären. Vor allem in Navigationssystemen ist der vielleicht nicht optimal oder bei Wegfindungen in Computerspielen, wo wir eine Idee haben, in welche Richtung es grundsätzlich geht. Also wenn ich sozusagen von Wien nach München will, dann weiß ich, dass ich nicht Richtung Italien runterschauen muss. Ja, das ist total die verkehrte Himmelsrichtung. Zumindest nicht sehr weit. Ja. Und kommt dann, also wenn man so eine Heuristik hat, sozusagen, wenn man eine Idee hat, wo es grundsätzlich hingeht, dann gibt es noch eine Abwandlung von diesen Dijks und das ist der erstehende, machen wir, wenn ihr wollt, in einem anderen Video mal. Also viel Spaß mit Dijkstra, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.